Nachholspiel am Mittwochabend. Und was für eines. Der Tabellenführer, der FC 08 Villingen, empfängt den Tabellenzweiten, die SG Sonnenhof. Großaspach, und direkt war ganz viel Intensität drin im Spiel, der FC 08 von Anfang an präsent. Doch die erste Chance gehört der SG Sonnenhof Großaspach. Super Freistoß, doch genauso super die Parade von Dennis Klose. Spielminute 12, die nächste Chance von Großaspach. Anthony Mbemson, ein alter Bekannter im Friedengrund, der Ex-08-Spieler, hier offensiv gefährlich, knapp links am Tor vorbei. Der Mann hatte Bock auf dieses Topspiel. 19. Minute, Eckstoß, Villingen, auch der gefährlich, doch am Ende auch im Tor aus. Die nächste Ecke. Tekke Ceylan bringt den Ball erneut in die Mitte. Asbach bekommt den Ball nicht weg und Fabio Lissera. 1:0, die viel umjubelte Führung im absoluten Topspiel. Villingen geht 1:0 in Front. Wie sieht sie aus? Die Reaktion des Tabellenzweiten der SG Sonnenhof Großaspach. Knapp 10 Minuten später Anthony Mbemson. Kluger Pass nach außen, gut verlagert. Mittlerweile zieht er in die Mitte. Dann bekommt er den Ball hier, bekommt der FC 08 diesmal den Ball nicht weg. Und Anthony Mbemson Nianzi ist Nutznießer, 1:1 der Ausgleich. 35. Minute, es ist ein offenes Spiel, ein Hin und Her. Viel Intensität drin, beide Teams zeigen, wieso sie ganz oben mitmischen im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg. 51. Minute, zur Halbzeit bleibt es also beim 1:1 unentschieden. Mittlerweile ist es ein richtig gutes Flutlichtspiel. Und dann die Chance des FC 08 Villingen auf 2:1 zu stellen. Vergeben. Minute 53, Wunderball, Freistoß, Daniel Caligiuri. Der Ball hat Dampf. Kein Abnehmer, immer schwierig solche Bälle für den Torhüter. Er bleibt aber stehen, bleibt cool. Denn am Ende wird der Freistoß gefährlich. Freistoß auf der anderen Seite. Spielminute 57. Ähnliches Ding. Langgezogener Ball. Richtig gefährlich für Dennis Klose. Doch links am Tor vorbei. Die 67. Spielminute. Der FC 08 Villingen jetzt wieder im Angriff. Gute Seitenverlagerung vom eingewechselten Samet Yilmaz. Dann kommt der Ball von rechts in die Mitte. Und Tefik Ceylan. Zu viel Platz, das nutzt er aus. Per Kopfball kommt er zum Abschluss. Allerdings zu unplatziert, um auf 2:1 zu stellen. 73. Minute, wieder der FC 08 Villingen mit der nächsten Offensivszene. Super, wie er den Ball noch scharf macht. Da kommt der Ball in die Mitte. Nochmal in die Mitte, aber kein Abnehmer. Da war auch deutlich mehr drin. Aber super, wie der FC 08 Villingen hier versucht, wieder in Führung zu gehen. 86. Minute. Super Ballgewinn, FC 08 Villingen. Schnell nach vorne gespielt von Ergi Alihoxa. Und dann der freche Lupfer von Tefik Ceylan, der Kapitän. Strotzt seit Wochen vor Selbstvertrauen. 90. plus 4. Großaspach kommt nochmal zu Gelegenheiten. Der Ball sträflich frei in der Mitte und über das Tor. Das hätte auch schief gehen können aus Villinger Sicht. Und es kommt sogar noch eine weitere Chance dazu, was unterstreicht, dass es hier ein Hin und Her war. Beide Teams kommen zu guten, gefährlichen Abschlüssen. Hier wieder im Strafraum, Abschluss wieder übers Tor, genau wie kurz zuvor. 90 plus 8. Noch einmal der FC 08 Villingen weggeboxt aus der Entfernung. Einiges, sehr, sehr viel drin in diesem Topspiel. FC 08 Villingen gegen SG Sonnenhof Großaspach. Am Ende noch eine Rudelbildung, doch insgesamt ein faires, aber durchaus hitziges Spiel, dem man anmerkte, um was es ging. 1:1 unentschieden am Ende. Gerechterweise.